Willkommen zurück zum nächsten Game, und zwar, wo ist mein Wasser? So, das ist das erste Vollversionsspiel, was ich spiele. Das heißt, ich habe dafür Geld bezahlt. 84 Cent oder keine Ahnung wie viel. Zumindest funktioniert jetzt diese Kreditkarte, weil ich durch dieses... Also ich habe ja keinen Handyvertrag oder so dabei. Und deswegen muss man halt das nur über Kreditkarte abrechnen. Total ätzend eigentlich. Aber Google Wallet macht da bestimmt mal irgendwann was. Aber jetzt erstmal zum Spiel, wo ist mein Wasser? Ich habe schon die Demo-Version gezockt und mittlerweile schon 51 Enden. Und es sind ziemlich viele Sachen drin. Aber wir gehen jetzt einfach mal bei Swampy rein. Swampy! Unruhige Gewässer. Ich fange mal ganz vorne an. Oh mein Gott, da sind ja noch Level, die fehlen. Sag Hallo zu Swampy. Das ist doch gar nicht Swampy. So, wie man sehen kann, will Swampy ein Bad nehmen. Aber die Leitungen wurden zerstört und jetzt sind wir dafür verantwortlich, ihm Wasser zu bringen. Ganz aufgebaut in einem Art Denk- und Knobelspiel. Und man muss sich halt mit dem Finger da durchgraben, also überall, wo man hier drückt, kann man graben. Und man muss natürlich gucken, dass das Wasser am besten durch alle Enden läuft. Und dann letztendlich zu Swampy. Also ich mach's nochmal, weil dann kriegt man nochmal einen Bonus. Weil man hier noch einen Zeitbonus bekommt. Da ist er, 170. Mein Gott, 3665 Leute, gefällt das. Soll ich hier einfach mal weiter? Ich meine, das ist auch noch nicht allzu schwer. Aber da kommen nachher richtig tricky Level. Wo man sich dann relativ schnell, also wo man sich dann auch beeilen muss. Und anderes Wasser, dann kommen da noch Ranken und sowas. Oder Unkraut, wähle mit Bedacht. So, jetzt kann man nochmal gucken. Ich glaube, das Beste war hier. Ja, mal. Ja, oder was? Zeitbonus 6 Sekunden. So, genau, da sind die Ranken. Da muss man gucken, dass das Wasser so einen hohen Bogen macht. Und natürlich noch die Ente mitnimmt. Nochmal neu. Oh, nochmal neu. Dann habe ich zwar schon geschafft. Mann, oh, hallo. Muss doch gehen. Voll der Kranke da unten. Jetzt aber, jetzt. Ha, geht doch. Beide Enten und er hat sein Wasser. Zeitbonus 13. Nicht trödeln. Ach ja, genau. Wenn man hier trödelt, dann trifft es halt unten diese Ranken und dann wird alles matschig. Oh, knapp. Weil diese Ranken, dieses Unkraut, Wasser war das Grüne, sobald das mit Wasser in Kontakt kommt, breitet sich das aus und wuchert dann überall hin, wo halt das Wasser herkommt. Und dann kommt man auch gar nicht mehr dran vorbei. Oh mein Gott. Tief graben. Jetzt kann man hier runter scrollen. Dann geht's hier weiter. Und zum Schluss runter auf den Eingang der Dusche. Fertig. So, ich gehe nochmal in die Level rein, weil die kenne ich schon. Ich gehe jetzt mal in den frischen Level. Und zwar Level 10. Oh, ich glaube, der war scheiße. Links ist Säure. Damit kann man zum Beispiel dieses Unkraut wegmachen. Muss man auch an dieser Stelle.
Sonst ist die Frage, jetzt muss ich das eigentlich abführen, damit es nicht mit dem anderen Wasser in Kontakt kommt. So. Und wenn ich jetzt das Wasser laufen lasse, dann sollte es eigentlich klappen. So, mal angenommen hier drauf, dann da drauf. Und dann einfach hier runter. Und ich sehe gerade, hier ist irgendwo noch was versteckt. Nur wo? Nein! Das sieht man hier oben an dem Fragezeichen. Da muss ich noch mal rein. Einmal noch, komm. Aber so ist zumindest Rätsels Lösung. So, ich guck gerade mal, aber ich sehe nichts. Ah, doch hier. Ach, Manno. Ja, doch nicht. Wo soll es denn sein? So, tschüss, Giftwasser. Ich klappe jetzt hier mal alles ab, um zu gucken, ob hier irgendwo das versteckte Item zu finden ist. Mein Gott, weg mit dir. So, da war schon mal nichts. Da auch nicht. Ah, ich sehe schon, hier ist der Schwamm. Toll. Und ich dachte schon. So, ganze Wasser runter. Nein, hol doch die Ente noch. Oh, Glück gehabt. Das ist der Level aber wirklich komplett. Seife mit vielen Blasen gefunden. Toll. Weiter, umleiten. Okay, hier sind auch noch so Schalterrätsel. Das war aber nicht schlau. Ich sollte erst die Enten holen. So, auf zur nächsten Ente und dann hier hoch. Sehr nice. Und Level beendet. Ich gucke jetzt nochmal rein, was in den anderen Bereichen ist. Weil Swampy kennen wir ja jetzt. So, einmal zurück da oben. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch eine Menge. Heftig! Und jetzt nochmal zurückgehen und nochmal in einen anderen. Nehmen wir mal... Wo ist mein Parry? Achso, das ist einfach nur eine Demo. Interessant. Ah, stimmt, da steht Spielen und Kaufen. Ja. Da auch. 10 Tage von Swampy. Gehen wir mal rein, gucken uns das mal an. Vom Prinzip her dasselbe, nur andere Level. Rein damit, gerne doch. Heftig. Oh, nicht die Ente getroffen. Ja, vom Prinzip her war das aber nicht schlecht. Machen wir es nochmal. Ja, komm auf die... Oh, Manno. Nochmal neu. Komm, das muss ich schaffen. Das muss ich einfach schaffen. Und jawohl. Jetzt reicht das Wasser bestimmt nicht mehr aus. Na doch. Riesiger Schwall, der da wieder hinfloss. Und Level. Ah doch, sind auch wieder 10 Level. Okay, das ist Wo ist mein Wasser? Auch ein sehr geiles Spiel. Wie gesagt, das hat unter einen Euro gekostet. Und eine Demo gibt es davon auch. Also wenn ihr euch schon anspricht, kauft es euch. Und wenn nicht, lasst es. Ansonsten bis im nächsten Part. Tschüss.